Wenn du dich mit dieser Everyday Carry Sammelleidenschaft beschäftigst, dann ähnelt das sehr oft einer Schnitzeljagd, weil viele Produkte nun mal aus dem Ausland kommen. Und da musst du erstmal ein paar Hürden überwinden. Also verschicken die nach Deutschland? Wenn ja, was kostet der Versand? Bleibt die Ware denn beim Zoll hängen vielleicht? Wie viel Geld will der Zoll, damit er die Ware freigibt? Habe ich am Ende eventuell den doppelten Produktpreis bezahlt? Und so weiter und so fort. Und da kommen so Momente, wo du dann echt so ein bisschen verzweifelt bist und sagst, boah, komm, lass stecken, das lohnt sich jetzt wirklich nicht mehr. Und genau an so einem Moment habe ich erfahren, dass eine Firma, hinter der ich schon ewig her bin, bei der Altona Silberwerkstatt ins Sortiment mit aufgenommen wird. Und deswegen dreht sich heute alles um Big Idea Design. Los geht's! Wer ist jetzt Big Idea Design und was treiben die? Big Idea Design sind zwei sehr innovativ denkende Jungs, Chadwick Parker und Joe Huang. Und die haben sich irgendwann mal gedacht, 2009, wir gründen mal eine Firma. Wunderschönes Geräusch. Und haben das Motto, do more, carry less. Also mehr tun und weniger mit sich rumschleppen. Und unter dem Aspekt haben sie dann das Titanium Pocket Tool gebaut. Also die haben das wirklich designt, erfunden, ein kleines Taschenwerkzeug aus Titan, mit dem man viele verschiedene Sachen machen kann. Ach, wunderbarer Whisky. Tja, und wie haben sie das jetzt finanziert, das Ganze? Die haben erstmal einen Prototyp gemacht und haben das dann über Kickstarter finanziert. Kickstarter ist so eine Crowdfunding-Plattform. Im Endeffekt gehst du her, entwirfst ein Produkt, machst dann aus diesem Produkt vielleicht ein paar Prototypen, drehst ein schönes Video und setzt es auf diese Kickstarter-Webseite. Könnt ihr euch in Ruhe mal anschauen, da gibt es wirklich interessante Sachen. Und dann sagen die, hey, das wollen wir bauen, das wird es können. Wir brauchen aber so und so viel Dollar, Euro, was auch immer, um diese Kampagne zu starten, um die Produktion zu starten. Möchtest du unterstützen, dann kannst du entweder mit einem Dollar unterstützen oder du kannst, es gibt einen Vorverkauf vielleicht oder du kannst eine Option kaufen. Schaut es euch mal an, ist sehr interessant. Und da haben die angefangen mit dem TPT, mit dem Titanium Pocket Tool. Und das war 2011, glaube ich. Das war ihre erste Kickstarter-Kampagne. Inzwischen ist es so, dass es 36 erfolgreiche Kickstarter-Kampagnen haben. Die machen das immer über Kickstarter. Die haben jedes Projekt bis jetzt gefundet bekommen, also genügend Geld aufbringen können. Und da sind ein paar unheimlich interessante Sachen bei rumgekommen. Unter anderem das Titanium Pocket Tool, von dem gibt es noch eine zweite Version, verschiedene Stifte, also die machen Stifte und Taschenwerkzeuge. Und davon habe ich heute ein paar da, die ich euch zeigen möchte. Als erstes würde ich gerne den Bold Action Pen zeigen, weil ich den einfach tierisch finde. Und du denkst, nur die Taschenlampenfirmen können gut verpacken und dann kommen die Jungs mit so einer Nummer daher. Was eine coole Verpackung. Auch hinten nochmal echt toll gemacht. Und dann öffnet man das und damit jetzt nicht alles rausfliegt, dann kommen verschiedene Sachen zum Vorschein. Ein schöner Aufkleber, Thank You Karte. Was noch dabei ist in der Verpackung, ist das Täschchen hier an der Seite. Wenn du das aufmachst, das magnetisch, sind nochmal Ersatzteile dabei. Das Tierische hier bei dem Stift, es ist wie gesagt ein sogenannter Bolt Action. Bolt Action kommt von einem Gewehr, Bolt Action Rifle, das sogenannte Repetiergewehr. Ihr kennt das, wo man so, ne, mit der Handbewegung. Und das ist dann genau dieser Teil hier. Na, dafür ist das gedacht. Und wie man es halt beim Gewehr kennt, wunderbares Geräusch. Ja, da kannst du die Leute richtig schön nerven mit. Was ist jetzt so besonders an so einem Stift? Naja, als allererstes gibt es den Stift in verschiedenen Variationen. Also den gibt es in diesem, so wie ich ihn habe, in diesem rohem Titan oder Machined nennen es manche. Dann gibt es den in Stonewashed, den gibt es in DLC beschichtetem Titan. Dann gibt es Kupfer, Messing und Zirkonium bieten sie jetzt auch an. Was ist jetzt hier an Ersatzteilen dabei? Also einmal ist eine zusätzliche Feder mit dabei im Lieferumfang. Und die legen dir einen zweiten Bolt mit rein, weil der dran ist, ist aus dem Titan. Der, den ich jetzt dran gemacht habe, das ist der zweite, der mit dabei ist, der ist tatsächlich aus Timascus.
also aus Damast, Titan, der dann nochmal geflammt ist, dass er diese blaue Farbe annimmt. Das allein ist schon tierisch an dem Stift. Was jetzt dazu kommt, wir haben ja Links- und Rechtshänder. Und jetzt wäre natürlich dieser Mechanismus auf der einen Seite. Ich kann hier den Clip so umsetzen, dass der Mechanismus auch auf der anderen Seite ist. Also liebe Linkshänder, auch an euch wird hier gedacht. Und was so richtig toll bei diesem Stift ist, ist die ganzen Minen, die da reinpassen. Jetzt kann ich hergehen und kann sagen, okay, ich möchte aber die Mine, die da drinnen ist, nicht unbedingt benutzen, weil ich vielleicht eine andere Mine habe, die ich lieber benutze. Na, also die kommen mit einer Schmidt-Mine, sehr viel Deutsch, weil Deutsch hat in Amerika tatsächlich noch einen gewissen Vorteil, was ich persönlich immer sehr schön finde. Und lasst uns doch mal eine Mine nehmen, die ich ganz besonders mag. Und die sind etwas schwierig, weil die sind doch ein bisschen größer. Also wenn ihr jetzt mal die im Vergleich zu so einer Mine anschaut, die da jetzt drinnen war, dann hast du halt doch einen erheblichen Unterschied. Jetzt probieren wir es einfach mal. Dann wissen wir genau, wie es funktioniert. Zack, rein damit. Und so, schon habe ich einen wunderbaren Bold Action Pen, der auch mit der Mont Blanc Mine super funktioniert. Hat dann natürlich eine gewisse Größe, okay, aber wundervoll. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, okay, was gibt es denn noch so für Minen? Gehen wir mal in eine komplett andere Richtung. Nehmen wir mal die Mont Blanc Mine raus und nehmen wir uns mal den Kamerad hier vor. Den werdet ihr sicherlich alle kennen. Fisher Space Pen. Klar, die Mine ist jetzt doch etwas kleiner. Da gibt es jetzt einen sogenannten Parker-Aufsatz für die Fisher Space Pen Mine. Den kann man jetzt entweder kaufen, den Parker-Aufsatz, oder man geht her und man nimmt sich, keine Ahnung, vielleicht so eine Mine aus dem Werbegeschenk und nimmt einfach hinten dieses Nippelchen ab. Also genau diesen Teil hier. Und wenn ich den Teil hier einmal reinwerf, zack, und dann meine Fisher Space Pen Mine nehme, zack, dann funktioniert die ganze Geschichte einwandfrei. Und jetzt habe ich einen Bold Action Pen mit der Fisher Space Pen Mine. Und auch das funktioniert einwandfrei. Also wirklich, die Kompatibilität ist so hoch, ich kann bis zu 100 verschiedene Minen hier verwenden. Das ist der absolute Hammer. Die Jungs hier können wir auch mal verwenden. Caveco gehört ja zu meinen All-Time-Favorites. Dann nehmen wir uns mal eine Caveco-Mine. Ihr seht von der Größe her überhaupt kein Thema. Feder hat eine dünne und eine dicke Seite. Die dünne Seite natürlich dann hier drauf, die kleinere. Und dann testen wir das Ganze mal mit einer Caveco-Mine aus. Und wenn du natürlich gerne mit der Caveco-Mine schreibst, dann ist das perfekt. Ja, das sind Gel-Rollerminen, die ich jetzt habe. Und manche werden sagen, ja, die trocknen aber aus und so. Ist richtig. Nach 60 Tagen, wenn du es nicht benutzt, trocknet es aus. Deswegen haben oft Gel-Roller-Stifte eine Kappe. Nichtsdestotrotz, es funktioniert einwandfrei. Ich kann wunderbar meine Caveco-Mine verwenden. Und ihr merkt es auch hier, die Bold Action funktioniert richtig gut. Was halt natürlich immer eine schöne Geschichte ist bei dem Stift, ist, sagen wir mal, ich bin irgendwo auf einem Seminar und dann habe ich natürlich diesen Stift dabei und kann mit dem schreiben. Dann habe ich halt wirklich die Möglichkeit hier, wenn meine Mine leer ist, sogar so ein Werbegeschenk zu nehmen und da dann vielleicht die Mine von zu verwenden, damit ich das gleiche Schreibgefühl, zumindest Handgefühl des Stifts habe, das ich gewohnt bin. Und wenn jetzt die Frage kommt, bei so vielen Minen, ja, die sind ja oben dann auch dünner und die Öffnung hier oben ist ja nicht immer gleich, dann habe ich ja dieses Rumgewackel. Nee, hast du nicht, weil die tatsächlich hergehen und sich auch dort vorne nochmal auf deinen entsprechenden Stift anpassen. Also auch hier ist es so, dass deine Minenspitze absolut sicher da drinnen sitzt und dann nichts in der Gegend rumwackelt. Also du kannst wunderbar damit schreiben. Absolut tierische Nummer und halt wirklich ein wunderschöner Stift.
sitzt perfekt in der Hand, wunderbar zu schreiben. Mir gefällt die Designsprache von den Jungs und diese ganze Geschichte, die so dahinter steckt, die ist halt wirklich toll. Wenn ihr euch das mal anschaut, die sind wirklich toll gemacht, die Stifte. Absolut cool. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere von euch, okay, ist ein netter Stift, aber der ist doch für Everyday Carry viel zu groß. Also ein Riesenstift, ja, ganz normaler Kugelschreiber, toll, toll gemacht, tolle Funktionen, über 100 Minen verstehe ich, Clip umsetzbar und so weiter und so fort, aber wie soll ich den denn bitte in meine tolle neue Lederpouch bekommen? Da hättet ihr vollkommen recht, aber die Jungs sind ja nicht doof. Und zwar gibt es natürlich zum Bolt Action Pen auch den Mini Bolt Action Pen. Und wenn man sich den mal anschaut, dann haben wir hier exakt den gleichen Stift, allerdings in klein. Und auch hier, ihr seht's, der Bolt ist hier auch der blaue, weil auch hier ist es so, dass einem zwei, also ähnliche Verpackungen, auch wieder die Dankeschön-Karte. Hier seht ihr nochmal die Mini Bolt Action Pen Verpackung, auch sehr cool. Und auch hier ist das kleine Fach mit den Ersatzteilen. Und hier ist dann natürlich der zweite Bolt mit dabei, der in meinem Falle jetzt auch der Timescus Blau ist. Wer mein Titan-Video gesehen hat, wird wahrscheinlich verstehen, warum Timescus Blau. Das macht halt schon Sinn. Und ihr seht es im Vergleich, die beiden absolut coole Stifte. Also das macht einen tierischen Spaß. Vor allem den Mini Bolt Action Pen, den gibt es ja auch in verschiedenen Möglichkeiten. Und wie kannst du, wenn du generell bei schwarzen Klingen dich hingezogen fühlst bei Messern, dann auf einen Mini Bolt Action Pen in Titan DLC verzichten? Wobei die zwei miteinander so cool aussehen, dass man echt am Überlegen ist, ob man beide mit sich rumschleppt. Aber so viel habe dann selbst ich nicht aufzuschreiben. Aber absolut coole Nummer. Macht absolut Sinn. Richtig schöne Stifte. Ich sage euch jetzt nicht überall die Preise dazu. Die könnt ihr natürlich, ich verlinke euch das alles, ich verlinke euch die ASW und da könnt ihr dann natürlich gucken. Nur damit ihr ungefähr mal so eine Idee bekommt, die liegen so bei 80 Euro, die Mini Bolt Action Pens. Der große Bolt Action Pen, glaube ich, liegt bei 110. Das ist auch der teuerste. Zirconium wird dann ein bisschen teuer. Wobei, sind wir mal ganz ehrlich, also wenn man jetzt überlegt, dass so eine Prybar aus Titan so um die 100 Euro kostet, dann finde ich das Geld für einen Stift, der so viel kann, wo so viel Innovation und so viel Herzblut dahinter steckt. Das ist ja das, nachdem ich immer auf der Suche bin. Also Leute, die wirklich nicht nur was machen, um im sogenannten Cash Grab zu machen, um mal ein paar Euro irgendwo abzugrasen, sondern Leute, die wirklich mit Herzblut dabei sind und ihre Produkte durchdenken, wo Innovation dabei ist. Wie oft ist mir es passiert, dass ich irgendwo war in einem Seminar, gut, ich schreibe halt viel, dass auch die Mine leer war und dann hatte ich vielleicht, dann musste ich halt mit so einem Werbegeschenk weiterschreiben. Ich könnte jetzt das Werbegeschenk nehmen und habe eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich die Mine da rausnehme, ich mit der Mine mit meinem Stift weiterschreiben kann. Ich finde das tierisch cool. Bei dem Bolt Action Pen, der Mini Bolt Action, der nimmt D1 Größe. Ja, okay, aber selbst da gibt es die Möglichkeit, was anderes mit reinzunehmen. Also für mich absolut coole Geschichte und preislich mehr als im Rahmen. Bolt Action Pen, sehr coole Geschichte. Er hat natürlich immer die gleiche Größe. Ist, wenn du aber auf dem Seminar schreibst, dann ist es schon praktisch, dass du mit ihm hier schreibst. Klar, Mini Bolt Action Pen funktioniert, wenn du mal kurz eine Notiz aufschreiben willst, kannst auch mal eine Seite mitschreiben. Aber wenn du halt auf dem Seminar bist, wo du weißt, dass du viel schreiben würdest, würde ich eher den empfehlen mitzunehmen. Jetzt ist es so, jetzt habe ich zwei verschiedene Stifte. Da gibt es aber noch eine Möglichkeit, die nennt sich Pocket Pro. Und zwar wäre das dann der hier. Auch wieder eine tierisch geniale Verpackung, auch hier hinten schön illustriert, das ist ein Drehstift. Der Vorteil bei dem hier ist, dass der sich auf die Länge der Mine anpasst. Klingt furchtbar interessant, also das bedeutet, ich müsste nicht mehr zwei Stifte kaufen, ich hätte jetzt einen Stift. Auch hier, wenn man den aufmacht, na, also ich habe natürlich wieder mein Aufkleberchen mit drinnen und ich habe wieder die Dankeschön-Karte mit dabei. Die ich übrigens tierisch cool finde, vor allem, weil sie halt durchdacht ist, gell? Dass du nochmal eine Verlinkung zur YouTube-Seite bekommst, wo sie halt wirklich das erklären mit den Minen und so weiter und so fort. Tja, und so sieht er aus, der Pocket Pro. Ich habe den jetzt in
dem Stonewash, was ein unheimlich tolles Gefühl ist, also wirklich ein absolut seidiges Gefühl, sehr schöner Stift. Vom Design her, ihr seht es ähnlich, ja, die Mine, die jetzt drin ist, lässt ihn ein bisschen kleiner sein. Und natürlich gibt es auch hier viele verschiedene Möglichkeiten. Also du hast einmal Titanium Raw, wie gesagt, ja. Du hast die Stonewashed-Möglichkeit, die ich jetzt hier habe. Und es gibt auch eine Antique Schwarz. Das bedeutet, es ist so wie so ein Blackwash, sieht es dann aus. Auch sehr cool. Und er funktioniert einfach, indem ich drehe. Wenn ich drehe, kommt die Mine vorne raus. Und übrigens, egal welche Mine ihr macht, hier ist es tatsächlich so, dass hier nochmal wie so ein Kragen ist, der die Mine dann greift. Auch eine super coole Geschichte. Mal so im Vergleich der Pocket Pro zum Bolt Action Pen. Jetzt ist es so, der Pocket Pro hat hier eine ganz kleine Mine drin. Wenn ich jetzt hierher gehe und bei dem Pocket Pro einmal die Mine, die drinnen ist, rausnehme und vielleicht ersetze mit so einer Mont Blanc Mine, von der wir eben gesprochen haben schon, wo wir wissen, die ist um einiges größer. Selbst hier, das funktioniert einwandfrei. Und jetzt habe ich doch einen viel größeren Stift. Das bedeutet, dass ich hier jetzt tatsächlich schon an den großen Bolt Action Pen drankomme. Nur mal so zum Vergleich. Ich werde jetzt hier mal eine kleine Mine reinmachen, eine richtig kleine. Und zwar, wir hatten eben die Fisher Space Pen Mine mit dabei. Denkt bitte dran, Fisher Space Pen Mine, entweder Parker Aufsatz oder wirklich so ein kleines Plastiknippelchen von einer anderen Mine. Zack, einmal da rein. Fisher Space Pen Mine dazu. Und jetzt habe ich einen viel kleineren Stift. Mal wieder so zum Vergleich. Ihr merkt einen Riesenunterschied. Und der passt dann jetzt natürlich auch wieder ins EDC. Auch damit kann ich gut schreiben. Aber ich habe jetzt halt tatsächlich einen kleineren Stift. Absolut genial. Der Pocket Pro. Macht Sinn. Mit verschiedenen Minen, die ich reinmachen kann, habe ich da schon echt Spaß damit. Die Stifte hätten wir jetzt durch. Jetzt schauen wir uns die kleinen Taschenwerkzeuge an. Und zwar einmal das TPT, das originale Titanium Pocket Tool, und den Nachfolger, das TPT Slide. Und ich weiß, ich kann es jetzt schon hören, an manch anderem Ende heißt es vielleicht, boah, jetzt kommt er mit dem Teppichmesser, was will er denn jetzt mit dem Teppichmesser? Hör es dir erstmal an, das Ding ist viel mehr als nur ein Teppichmesser. Das ist eine richtig coole Nummer. Ich fange mal mit dem normalen TPT an und euch ist sicherlich aufgefallen, andere Verpackung. Alte Verpackungen, neue Verpackungen, wobei die gerade so im Moment in der Transition sind. Also wenn ihr so Videos seht, dann seht ihr auch öfter mal diese Verpackungen. Das waren so die ersten, die sie hatten. Die haben jetzt zur schwarzen Verpackung gewechselt. Und wenn man das hier aufmacht, als erstes wirklich wieder super cool gemacht. Ja, ich muss anders anfangen. Ich muss euch erstmal zeigen, dass hinten natürlich wieder alles so MIT-maniermäßig draufsteht. Wirklich coole Nummer und es geht los mit so einer kleinen Lederscheide, wo das drinnen ist. Euch wird aufgefallen sein, dass in dieser Lederscheide nochmal vorne ein Täschchen ist für eine zusätzliche Klinge. Der Vorteil ist, dass hier zwei verschiedene Klingen dabei sind. Das ist eine schwarze. Die Ledertasche hier ist eigentlich ganz cool gemacht, weil du hier einmal, wenn das Werkzeug nicht drinnen ist, kommst du hier dran. Wenn das Werkzeug drinnen ist, dann ist das Teil hier absolut schwer zugänglich. Also das fällt dir nicht raus. Euch wird aufgefallen, das ist ein bisschen anders. Ja, ich kann das so anfassen. Das ist fingersicher, sind beide. Natürlich hier wieder eine Beschreibung mit dabei, ein kleiner Aufkleber mit dabei. Die Thank-You-Karte, die darf natürlich bei Big Idea Design nicht fehlen. Die wissen das wirklich zu schätzen. Also du bekommst so als Kunde das Gefühl, die wissen das zu schätzen, dass du deren Artikel gekauft hast. Und so ist das Ganze dann hier mit drinnen. Jetzt holen wir das da mal raus. Und da ist es. Das ist das originale Titanium Pocket Tool. Das ist ein kleiner Cutter, wie man es halt kennt. Seht ihr das Teilchen hier oben?
hier muss ich drauf drücken. Wenn ich da drauf drücke, kann ich die Klinge rausziehen. Es gibt verschiedene Stops und so kann ich ohne Probleme jetzt ein Paket öffnen. Auch hier fingersicher, ja, da passiert nichts. Ich kann natürlich in den Baumarkt gehen und kann mir jetzt die richtig teuren Klingen kaufen. Die sind dann nimmer fingersicher, die schneiden dann durch alles. Also durch Bäume, durch Häuser, durch Autos. Nein, so extrem ist es natürlich nicht. Aber ich kann hier wirklich jegliche Klinge reinmachen, die ich möchte. Ich weiß, bei uns viele Handwerker stehen auf die schwarzen Klingen, weil die aus einem anderen Material sind und länger die Schärfe halten. Wenn ich es komplett rausnehmen möchte, dann ist das auch nochmal ein Thema. Dann drücke ich hier einmal auf, ziehe die Klinge raus, drehe sie um und verwende dann die Pommesgabel. Die Amis sagen Campinggabel, aber ich glaube, das sind nicht so viele Pommesesser wie wir. Also hätte ich hier meine Campinggabel. Das würde auch funktionieren und ich kann natürlich auch das Ding wieder umdrehen. Das ist überhaupt kein Problem. Das rastet auch ein. Ja, hier ist auch nochmal ein Magnet mit drin, damit da kein großes Rasseln ist. Das ist eine coole Sache. Ich nehme die Klinge jetzt mal raus, weil ich euch zeigen möchte, dass das hier auch noch 15 verschiedene Größen von Muttern als Werkzeug öffnen kann. Dann, es darf natürlich nie ein Flaschenöffner fehlen, das ist auch klar. Dazu kommt, hier hinten habe ich nochmal einen Bithalter und ich habe hier entweder Schraubendreher oder Prybar. Also ich habe viele verschiedene Werkzeuge hier in einem. Gefertigt ist das Ganze aus Titan. Das sind 4 mm dicke Backen. Das macht schon Sinn und die ganze Verarbeitung, die ganze Haptik ist richtig cool von dem Teil. Also das macht richtig Spaß. So ein kleines Paracord ist mit dran. Ich bin mir ziemlich sicher, dass 99,999% von euch dieses Paracord ersetzen werden. Entweder durch ein Lederbändel mit einem schönen Bead, ja, mit einem anderen Paracord. Das, was wir halt alle machen. Das Zeug ist und bleibt Männerschmuck. Macht es jetzt Sinn, so ein Werkzeug? Ja, eigentlich schon. Also denkt mal drüber nach, ich habe es vorhin erwähnt, so ein Prybar aus Titan, ja, die kriegst du so für einen Huni. Klar, gibt es auch noch für günstiger, sagen wir mal zwischen 50 und 100. Ich habe hier ein bisschen mehr als eine Prybar, das passt wunderbar in die fünfte Jeans-Tasche. Das ist eine tolle Geschichte. Das macht Sinn, das macht Spaß, ich habe verschiedene Werkzeuge mit dabei, so ein kleiner Helfer, vor allem wenn ich die Kamera irgendwo dran mache, sowas hier hilft immer und wie gesagt, macht eine Prybar Sinn, da kommt noch ein Video, wo ich verschiedene vergleiche. Und ja, ich möchte nicht alles mit meiner Messerspitze hochhebeln. Es wäre schade drum. Selbst bei dem hier ist es halt das Thema, dass selbst diese Klinge hier ich nicht unbedingt zum Hebeln benutzen möchte. Da kommt auch noch ein Video. Absolut coole Nummer, TPT. Was haben Sie jetzt gemacht? Wie kann man denn dieses Werkzeug nochmal verbessern? Wie kann man aus dem TPT ein TPT Slide machen? Der Name Slide sagt es schon aus. Ich lege das hier mal schnell auf die Seite, weil dann können wir uns nämlich anschauen, wo jetzt der Unterschied zwischen TPT und TPT Slide liegt. Verpackung vom TPT Slide. Nochmal die Lederpouch. Die ist echt cool gemacht. Hinten nochmal Big Idea Design draufstehen. Der Firmenschriftzug, auch hier gleiches Prinzip. Ist das Werkzeug drinnen, dann ist das so fest, dass diese Klinge hier nicht rausgeht. Ist das Werkzeug nicht drinnen, komme ich hier wunderbar an die Klinge dran und kann die auch austauschen. Was ich jetzt nicht mache, weil ich es ja eben schon gezeigt habe. Auch nochmal hier, damit wir es auch mal gezeigt haben, wieder der Aufkleber, wieder die Thank-You-Karte. Und was sie halt auch ganz cool machen, bei dem TPT und bei dem TPT-Slide haben sie nochmal eine Erklärung mit dabei. Auch eine coole Nummer. Dann sitzt es jetzt so hier drinnen, auch wunderschön. Und jetzt haben wir das TPT Slide. Und wir können sofort sehen, dass es extrem gleich aussieht. Außer, wenn wir jetzt einmal hier oben drauf schauen. Und zwar hier, da ist jetzt wirklich ein Schieberegler. Das heißt, ich drücke hier hinten drauf und dann kann ich die Klinge rausbringen. Auch hier arretiert es in verschiedenen Positionen. Auch hier kann ich genauso die Klinge rausnehmen. Ich muss nur nicht mehr hebeln. Das funktioniert dann dadurch, dass ich den Clip etwas nach vorne schiebe und dann komme ich auch hier an die Klinge mit dran. Ne? Überhaupt kein Thema. Was ist jetzt noch anders am TPT Slide? Was euch sicherlich auch aufgefallen ist, diesmal ist ein Clip dran. Der Clip ist nicht verschraubt, den Clip kann ich rausmachen. Dafür muss ich diese
drei Schrauben hier öffnen. Na, ich gucke mal, dass ich sie eingefangen kriege. Also ich öffne diese drei Schrauben, dann kann ich das Ganze auseinandernehmen. Und der Clip wird in der Innenseite nur durch so ein Gegenbolzen gehalten. Den Gegenbolzen ziehe ich raus, dann kann ich den Clip rausnehmen. Also eine schraubenlose Konstruktion. Auch sehr cool. Mal so im Vergleich, wenn wir uns die beiden nebeneinander anschauen, möchte auch gerne mal einfangen, dass es tatsächlich hier dickere Backen sind, die verwendet wurden. Also man sieht, beim TPT Slide wurden dickere Backen verwendet. Jetzt ist es so, die sind sich extrem ähnlich, sind aber doch arg unterschiedlich. Der eine will es vielleicht ein bisschen schlanker, der andere will unbedingt den Clip und so weiter, dass die beide behalten haben und beide machen Sinn. Und ich glaube, die Preisdifferenz ist irgendwie ein Zehner. Da sind wir bei, jetzt will ich nicht lügen, da sind wir bei 79, 89, wenn ich es richtig weiß. Also auch preislich absolut in Rahmen. Wie gesagt, wenn eine Pry-Bar so um zwischen 50 und 100 Euro kostet, dann kann ich das hierfür ruhig ausgeben. Ihr wisst ja, ich habe ja meine Bücher. Ich habe ja meine Leuchtturmbücher und diese Leuchtturmbücher haben hier hinten ja nochmal so eine Tasche. Und ihr werdet lachen, selbst in so ein Leuchtturmbuch kannst du das Ding reinmachen und dann funktioniert es einwandfrei. Also, da wäre vielleicht das Schmalere doch eher besser als das mit dem Clip. Dann fassen wir mal zusammen. Wie finde ich Big Idea Design? Tierisch cool. Wie gesagt, ich bin schon ewig auf der Jagd nach den Dingern. Warum finde ich es so toll? Weil es halt nicht einfach nur ein weiterer Stift ist. Weil es halt nicht einfach nur ein kleines Teppichmesser ist, sondern da steckt wirklich Herzblut dahinter, da stecken tolle Ideen dahinter, Innovation, die machen sich wirklich Gedanken, man sieht es auch in den Verpackungen, ja, selbst beim TPT Slide, hier sind sie hergegangen und haben nochmal zusätzlich diese drei Schrauben, die ich vorhin gezeigt habe, mit reingemacht, die denken halt echt an alles. Und das ist wieder so ein Unternehmen, wo es wirklich Spaß macht, Geld auszugeben. Weil du weißt, ey, da hat sich jemand richtig Mühe gemacht und jemand lebt diese Leidenschaft genauso, wie ich die lebe. Also Big Idea Design macht für mich absoluten Sinn. Was ich euch noch sagen will hier in dem Fall ist, guckt euch bitte auch mal die YouTube-Seite von Big Idea Design an. Da sind extrem viele How-To-Videos, wie man was macht und so weiter. Auch sehr zu empfehlen, verlinke ich euch. Natürlich verlinke ich euch auch die Seite der Altona Silberwerkstatt mit den ganzen Big Idea Design Produkten, die es bis jetzt gibt. Da werden noch weitere folgen. Die haben extrem viel mehr, aber mit irgendwas muss man jetzt erstmal anfangen. Und die Produkte, die ich euch gezeigt habe, die kriegt ihr da auf jeden Fall. Big Idea Design macht echt Sinn und deswegen bin ich da schon länger hinterher. Und ich bin tierisch froh, dass wir da jetzt endlich in Deutschland drankommen, ohne dass wir zum Zoll rennen müssen, Zusatzkosten bezahlen müssen und so weiter und so fort. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Am besten, indem du mir einen Daumen nach oben da lässt. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass es dir durch den Kopf gehen. Ich würde mich tierisch freuen, dich mit an Bord zu haben. Es gibt echt viel zu entdecken. Und für die, die schon dabei sind, ihr seht, ich bringe immer mal wieder was Neues. Zeitlich im Moment ein bisschen schwer. Ich habe ein paar Sachen hinten angestellt, aber die kommen noch. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Was mir aber ganz wichtig ist, lasst euch bitte nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. So, und ich gehe jetzt irgendwo ein bisschen was schnibbeln. Oder doch eher was schreiben. Oder was Kleines schreiben.